ich morgens meditiere und habe gut meditiert, dann fühlt sich das an, wie frisch geduscht und strukturiert für den Tag, geordnet, sortiert. Ne? Und die Energie, die man dabei spürt, ist einfach ja, im Bauch, aber besser kann ich es nicht beschreiben. Zen ist nicht Entspannung, Zen ist Konzentration und ist echte Arbeit. Es ist etwas dazwischen, es ist eine rechte Spannung. Der Ort des Lächelns bedeutet, dass wir hier einen herzlichen Übungsraum haben. Also herzlich insofern, dass die Menschen alle sehr herzlich sind und sehr freundlich. Und am Ende, wenn man ein paar Mal meditieren war, spürt man, dass das Lächeln schon kommt. Wir kommen in einen Zustand, wo wir einerseits, dadurch, dass wir die Gedanken immer wieder loslassen, immer leerer werden, sagen wir, nah am Zustand des Schlafes sind, aber trotzdem hellwach. Man will nicht an den Gedanken festhängen, sondern die Gedanken sollen ja vorbeifließen. Insofern ist es die einzige Arbeit, die da ist, die sehr schwierig ist, eben die Gedanken vorbeifließen zu lassen, nicht an den Gedanken festzuhängen. Es ist schwer zu erklären, dass man aus dem Nichtstun sehr viel erreichen kann, weil man nämlich in diesem Nichtstun sehr viel tut. Das Gruppenmeditieren, sage ich mal so, bringt nicht nur oder erfordert nicht nur mehr Disziplin, sondern ja, lässt auch eine andere Energie spüren, wie wenn man zu Hause alleine sitzt. Dieses Zen-Zentrum ist auch so ein Hort der Stille, mitten in der Stadt. Wenn Zen mich verändert hat, dann bin ich anders. Und wenn ich anders bin, sehen das die anderen. Aber ich sehe es nicht. Ich bin einfach, wie ich bin.